Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Assassin's Creed Brotherhood. Was auf den ersten Blick auf jeden Fall auffällt, ich sehe cool aus. Ich sehe richtig cool aus. Denn das ist die Dragon Armor von Assassin's Creed Brotherhood. Die gab es, glaube ich, bei Vorbesteller oder in einer speziellen Edition war die auf jeden Fall dabei. Ich habe auf jeden Fall die Auditore Edition. Und da war das schöne Ding dabei. Und zugleich möchte ich euch noch zeigen, dass der Wiederaufbau Roms und generell die Aufräumaktionen hier relativ stark voranschreiten. Ich habe sehr viele Schätze bereits geholt. Na, ich habe mittlerweile alle Karten gekauft. Und ja, da habe ich schon fleißig auf jeden Fall offscreen gesammelt. Und für die heutige Episode habe ich mir auch eine Templer-Mission ausgesucht, ein Templer-Versteck, das eben auch in der vorhin genannten Edition, der Auditore Edition, automatisch dabei war. Leider habe ich nicht mehr an Templer-Missionen, da ist, glaube ich, irgendwo hier in der Region, ist, glaube ich, irgendwo noch eine. Aber die habe ich leider nicht. Mal gucken, wie ich vielleicht an die rankomme. Vielleicht gucke ich, dass ich da noch eine gewisse Erweiterung bekomme. Notfalls illegal. Aber für heute habe ich mir das auf jeden Fall ausgesucht. Und damit gucken wir mal auf jeden Fall, was passiert, wenn wir nämlich schon hier im Auditore-Look sind. Sehr, sehr sexy und sleeky. Oh yeah. Uiuiui, was war denn nochmal diese erweiterte Mission? Ich glaube, das war irgendwas mit einem Schweizer Geldfälscher, beziehungsweise mit Schweizer Minenarbeitern. Aber vielmehr hat mich einfach diese Armor hier gereizt. Natürlich, deshalb habe ich mir nicht extra das DLC gekauft. Zack! Es sieht aber nur fett aus. Flüssiges Gold. Den Geldschrank der Templer in den Aquädukten finden. Für die volle Synchronisation dürfen wir nicht mehr als 2 Bergarbeiter töten. Warum sollte ich überhaupt einen Bergarbeiter töten? Das wundere ich mich gerade. Aber naja, wir akzeptieren auf jeden Fall und damit starten wir schon direkt in die Mission. Viel cooler wäre natürlich... Wow. What the fuck? Wie lange sollen wir noch arbeiten für diesen mageren Lohn? Wenn das Aquädukt repariert ist, dann können wir damit den Schatz aus dem Steinbruch holen. Dann werdet ihr gut bezahlt werden für eure Arbeit. Immer dieselben Lügen. Ich sage, wir holen uns, was uns zusteht. Wer ist mit mir? Oh! Crap! Das blüht allen auf Rühren. Lasst euch das eine Warnung sein. Nun zurück ans Werk! Okay, das Schweizerdeutsch ist ziemlich schlecht. So reden nämlich die Schweizer. Ach, Moment, euch muss ich das ja gar nicht sagen. Ihr seid ja sowieso deutsch. Hoffe ich. Ich bin nämlich nur Deutsche hier. So, wenn wir jetzt sowieso schon ein paar Bolzen eingesammelt haben, ist das auf jeden Fall wesentlich besser. Ich weiß nicht, ob zu den Bergarbeitern dann dementsprechend auch die Soldaten, die ich dann kille werde wahrscheinlich, ob diese dann da mitzählen. Das weiß ich nicht, da ist ein Schatz, aber der zählt auf jeden Fall nicht zu den Schätzen dazu, die man im Spiel holen. Wie bekomme ich das Wasser zu? Oh shit. Oh, hier ist ja nichts. So. Ich kann doch nicht ans Seil da dran. Das geht auf keinen Fall. Das Einzige, was ich mir jetzt hier denken kann. Wofür dieser Apparat wohl gut ist? Vielleicht kann ich ihn von hier aktivieren. Welcher Apparat? Soll ich irgendwas abschießen? Ich denke, ich soll irgendwas. Ah, scheiße. Wasser. Ich hasse doch Wasser. Vor allem in der Beschreibung von dieser Rüstung steht, dass nur wenige dafür davon hergestellt wurden, weil nämlich diese so extrem schwer ist und nur die stärksten Männer sie tragen können. Ich meine, okay, man hat absolut keine, wie bekomme ich das Wasser zum Rad? Keine Vorteile durch diese. Okay, ich muss wahrscheinlich dann doch drauf schießen.
So geht's. Ist gut, dass Ed hier immer ein paar kleine Tipps gibt, wie das dann doch laufen kann. Wofür dieser Apparat wohl gut ist? Vielleicht kann... Denn ja. Nun, ich hoffe, das Ding hält mein Gewicht. Ja, du bist so fett in die... Oh, und das geht ja hier noch gar nicht. Das geht ja erst in Assassin's Creed Revelations mit der Assassinen-Klinge, Hakenklinge. Dass man damit sicher an diesen Dingern noch weiter... Hat wohl von dem guten Zeug getrunken. Natürlich, ich bin immer high, wenn ich aufnehme. Was denkst denn du? Das ist wahrscheinlich jetzt ein Rückweg, falls ich stürze. Könnte helfen, wenn ich stürze. Yep. Deshalb gibt es auch immer wieder diese Munitionskisten, weil man an mehreren Stellen hier etwas abknallen muss, um eben weiterzukommen. Viele haben wahrscheinlich noch nicht dieses also. Nun, wie bekomme ich das Wasser zum Rad? Ich sage immer DLC, obwohl es eigentlich nur eine erweiterte oder eigentlich eine Mission ist. Mehr nicht. So, weiter geht's. Hier bin ich fertig. Jetzt zu dem anderen. Nun. Wie bekomme ich das Wasser zum Rad? So. So, da ist ja jetzt anscheinend schon irgendwas passiert. Und deshalb stehen auch immer diese Munitionskisten hier, damit man nämlich die Kugeln wieder auffrischt. Weil die gehen einem dann doch irgendwann zu Neige, weil man doch ein bisschen... Merda, vielleicht hilft mir dieses Gerät nach oben. Welches Gerät? Ezio, du siehst mehr als ich. Ich bin nur in der Third Person. Du bist ein First Person. So. Dementsprechend können wir, glaube ich, hier... Na, das ist noch nicht. Das ist das noch nicht. Ich würde gerne mal einen Schweizer Let's Player sehen, ganz ehrlich. Ach, verdammt. Falsch. So geht's. Ich weiß zwar nicht, wie diesen Mechanismus... Vor allem ist es schwieriger vielmehr für Ezio. Da hinten ist ein Wasserrad, aber diese Bremse verriegelt es. Diese Bremse. Sehr, sehr viel Mechanismus für eine Mission. Ach Gott, diese Hebel, die habe ich ja so vermisst im Assassin's Creed 3. Geschafft. Leonardo wäre sicher beeindruckt. Wäre er? Ich hoffe es und ich glaube, das dauert. Ist nicht ewig da oben. Dementsprechend mache ich jetzt doch, glaube ich, ein bisschen schneller. Gut, dass ich auch nicht springen kann. Aber hier kann ich wegspringen. Und zwar auf die Wasserrutsche. Ich hoffe, da macht jetzt gerade im Moment keiner das Wasser an. Was stimmt nicht mit euch Italienern? Wir Deutsche sind besser! Der Assassin beschützt mich! Warum kommt ihr nicht runter und kämpft, Feigling? Der doppelte Sold für den, der ihn tötet. Tja, Geld beherrscht die Welt. Wieso haben die jetzt alle Messer? Assassin. Warum haben die jetzt alle Messer? Ihr tötet Wachen, aber auch unschuldige Bergleute. Nein, mach ich nicht. Nein, mach ich nicht. Darauf habe ich keinen Bock. Weil es nämlich da, glaube ich, lang geht. Diese Mission habe ich damals zum ersten Mal... Oh, oh, crap. Die Mission habe ich damals das erste Mal... Oh nee, jetzt habe ich das Spiel natürlich gebuggt. Hey, wir sehen live einen Bug. Ich komme hier nicht raus, ich muss die Mission echt neu starten. Hier komme ich nicht raus. Glaube ich. Nee, hier komme ich nirgends raus. Jetzt könnt ihr gerne mal unten ins Void gucken, meinetwegen. Aber das ist mal schon öfters passiert. Das passiert halt manchmal. Also bis gleich. Der Assassin beschützt mich! Warum kommt ihr nicht runter und kämpft, Feigling? Der doppelte Sold für den, der ihn tötet! Tja, Geld beherrscht die Welt, hä? Assassin! So, soweit waren wir ja vorhin schon. Jetzt gucken wir mal, wie weit wir jetzt kommen, ohne Bugs oder ähnliches. Geht's hier rum? Ey, cool! Beim zweiten Durchgang ging das Ganze natürlich auch wesentlich schneller, da ich ja wusste, was abgeht. Oh, das hier könnte etwas sein.
Ich wusste doch, dass dieser Stein vorhin so komisch aussah. Und ich weiß sogar jetzt schon, wie ich da rüberkomme. Das war nämlich genau das, was ich vorhin machen wollte, aber dann doch gefailt. Oh, die kommen hier rüber. Und wenn man diesen Mechanismus auch erstmal kapische hat, dann geht das Ganze auch wesentlich besser. So, es sind beide aktiviert. Wow! Too much, too much, too much, too much, too much. Ah. Auch ironisch, dass ich einen Franzosen jetzt hier dafür rezitiere. Und was muss ich aber jetzt machen? Ja, mei, ist gut. Lasst mich doch alle mal in Ruhe. So, Moment, ich habe doch jetzt beide hier aufgehalten. Muss ich da jetzt noch irgendwas machen? So. Ich war hier drüben und dann hat es mir nur auf den hier gezeigt. Ja, ja, ist ja schön. Aua. Stop it. Ich gehe nochmal hier rum, weil da ist mal ja die Kamera vorhin hin. Dementsprechend könnte ich vielleicht mal gucken, ob hier was ist. Und dann habe ich ja auch gerade im Moment keinen Stress mehr mit den anderen Pennern. Scheiße! Verfehlt? Hey, halt! Was habt ihr getan? Ich muss von hier verschwinden. Ezio, du bist manchmal echt schlauer, als du aussiehst. Du hast den Titel des Il-Mentore eindeutig verdient. Hier kommt die Stelle, die ich damals mit dem PC spielen musste. Und ihr wisst, normalerweise spiele ich mit Gamepad. Und das ist für mich persönlich ist das extrem schwer, hier gescheit dann mit dem PC bzw. mit der Maus und allem wirklich gescheit was zu machen. Wow, fuck! Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Und dass ich das pack, auch nicht. Das ist selbst mit Controller, ist aufgrund dieser verzerrten Perspektive etwas schwerer. Aber an sich geht es natürlich schon. Und das muss man sagen, diese Zusatzmissionen haben die eindeutig gut umgesetzt. Und allerdings ist hier nicht wirklich unterstützt, dass Ezio diesen Klettersprung machen kann. Zumindest habe ich es bis jetzt noch nicht irgendwie hinbekommen. Obwohl ich ihn eindeutig richtig verwende. Aber anscheinend gibt es manche Sachen. Da wäre ich jetzt fast geradeaus gesprungen. Also ich wollte eigentlich geradeaus. Gibt es mehrere Sachen, wo ich selber verreckt wäre. Und diese Palisaden hier, die seht ihr, weil es gibt mehrere Möglichkeiten, wo man auf ihn schießen könnte. Allerdings ist unterstützt, dass man ihn nicht vorzeitig killen kann. Seht ihr jetzt zum Beispiel, dass ich kann einfach hier nicht springen. Das stellt sich auch da immer automatisch. Den Schatz. Ich werde unermesslich reich sein, wenn ich Cesare euren Kopf bringe. Sure. Vielleicht bringe ich ihm den euren. Nein, nein, nein! Dass Ezio da aber auch immer so ultra cool bleibt, deshalb ist er einfach der Meisterassassine. Ich weiß nicht, ob ich ihn jetzt irgendwo vorher umbringen kann. Da hat wohl die Schweizer Garde verkackt. Jetzt gucken wir mal, wie viel Geld du mir einbringst. 81 Florin. Da fuck! Aber er bringt mich auch immer schön zum Schatz. Weil ich denke, da könnte etwas Schönes dahinter sein. Der Schatz der Templer. Hey, ich tue die Templer mal wieder bestehlen. Das gefällt uns doch gut. Und für 451, naja. Habt ihr mal gesehen, was ich pro 20 Minuten in diesem Spiel verdiene? Das sind wesentlich mehr als diese kleinen Schätze hier. Aber wahrscheinlich geht es da um den Schatz hinter dieser Truhe. Die sieht nämlich ein bisschen größer aus. Und das ist
Nicht viel. The fuck? Was soll denn die Scheiße? Dafür... Okay, gut, immerhin habe ich eine Mission. 100% abgeschlossen. Und machen hier so einen wunderschönen... Fall. Und so geht es natürlich wieder zurück nach Roma. Ah, diese Mission. Eigentlich sehr schön. Wunderschön inszeniert. Aber, naja, meistens sind diese erweiterten Missionen doch nicht ihr Geld wert. Es ist okay, es ist wie so ein Assassinengrab oder so. Man hat mal ein bisschen was Cooles. Aber viel ist da halt wirklich absolut nicht. Und gerade war ich auf einen Frame runter. Das war richtig hart. So, wir sind jetzt zunächst wieder mal zurück in Rom. Allerdings habe ich doch noch ein bisschen was zu tun. Ich würde gerne noch diese einen Templeragenten hier machen und unterwegs noch dieses Zeug hier aufsammeln. Das könnte ich schwören, hätte ich mir schon geholt. Aber naja, wir gehen zurück zum Aquädukt, beziehungsweise auf dem Weg dahin, dann am Schatz vorbei. Dann können wir uns das noch holen, dann können wir nämlich ein bisschen noch Aufräumarbeiten sehen. Dadurch wird vielleicht der Part ein kleines bisschen länger, aber ihr wollt ja auch sehen, was ich so in meiner Freizeit arbeite. Ich habe ja nichts Besseres zu tun. Und gerade habe ich echt krasse Frame-Drops ab und zu mal so im Spiel. Das mache ich den ganzen Tag. Ich tue hier richtig schön die ganze Zeit diese Schätze abholen. Mehr nicht. Und ja, aber ich habe ja versprochen, ich mache das Spiel zu 100%. Und gerade ist das echt hart mit den Frames. Ab und zu hat das Spiel doch manchmal so einen kleinen Klatsch. Hey, ich will das Ding reparieren. Ja, 2000 per habe ich gerade eben verdient. Und da oben am Ende ist nämlich eine Flagge. Deshalb müssen wir auch die Aquädukte reparieren, wenn wir nämlich auch alle Templerbanner haben wollen. Aber da ich gerade spontan keinen Aufgang sehe, begnüge ich mich dann doch und gehe direkt weiter. Ach, scheiß drauf. Das holen wir uns alles später. Dementsprechend gehen wir jetzt direkt dahin zur Mission. Es sind nur 229 Meter. Das ist relativ schnell. Das ist eine Sache, naja, im Spiel von, keine Ahnung, einer halben Minute. Minute, nicht mehr. Ezio ist ja auch relativ schnell. Das Problem daran gerade ist nur, dass wir da hoch auf dieses Plateau müssen. Und ich mich am Boden von diesem Plateau befinde und dementsprechend ich irgendwie hochkraxeln muss. Das ist meistens gar nicht mal so easy. Zumindest gerade für mich spontan nicht ersichtlich, wie ich da jetzt so kackschnell hochkomme. Und die Frame-Drops, keine Ahnung, warum die jetzt sind. Vielleicht läuft einfach irgendwas im Hintergrund doch zu sehr. Dass das Spiel damit nicht zurechtkommt. Aber jetzt habe ich einen Aufgang endlich gefunden. Too late. Da in den Schatz gehe ich jetzt leider nicht rein. Da unten wollte man hin. Und hinter diesen Grenzen habe ich schon alles schön aufgeräumt. Aber diese Mission habe ich ausgelassen für euch. Runter! Er ist doch in der Nähe! Wer? Einer von Borgias Hunden. Wir wollten uns ihnen widersetzen. Er kam zu unserem Haus und schoss mit seiner Hakenbüchse. Meine arme kleine Anna, sie ist... Ich muss zu ihr zurück. Nur ein Schütze? Den überwältige ich leicht. Wie präzise er auch sei. So präzise ist er nicht. Wenn wir hier bleiben, tötet er uns. Hört, ich laufe zur nächsten Säule, um ihn abzulenken. Ihr flankiert ihn. Naja, angesichts der Situation, zur damaligen Zeit war, glaube ich, 2 Minuten Reload, war ziemlich Weltrekord. Also, ich könnte jetzt einfach hinrennen und ihn töten. Dementsprechend das Ziel in weniger als 45 Sekunden mit der versteckten Klinge. Mit der versteckten Klinge. Daran sieht man, das ist wieder ein Abstergo-Agent, weil die muss man, glaube ich, immer mit der versteckten Klinge für bla bla bla. Caspar de la Croix, keine Ahnung, ist mir egal. Die, Oh. Adesso basta. He really died, that motherfucker. Ach. Ich
fürchte mich nicht! Das ist doch... Das ist ein Architekt. Warum hat er eine Büchse? I don't fear assassins. Du bist ein toter Mann! Mehr! Was zur Hölle war das? Ah, da entlang. Hä? Was zur Hölle machst du? Wow, da war jetzt sehr, sehr viel Blut. Requiescat in pace. Den habe ich sehr gern gespielt im Multiplayer. Das war, glaube ich, sogar mein Lieblingscharakter. Aber, naja, zu den Charakteren in Multiplayer kommen wir wahrscheinlich nicht mehr, weil der nicht mehr gespielt wird. Auch nicht mehr von mir. Ich bin rein nur noch im Dreier unterwegs. Aber mal gucken, vielleicht organisiere ich auch mal ein paar Turniere im Assassin's Creed Brotherhood. Da ich jetzt diese Mission zu 100% habe, gucke ich runter und beraube ihn noch. Und wenn wir dann endlich das Geld haben, sage ich bis zur nächsten Folge von Assassin's Creed Brotherhood mit mir, Questmaster Ike, und euch. Ciao.